Sonntag, 16 Uhr. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute ist es echt heftig. Guckt euch das mal an. Siehst du das, Gabo? Das ist ein Phenom 300e. Niegelnagelneu für 8 Millionen Euro. Und heute habe ich den Rolls-Royce Ghost für knappe 500.000 Euro. Und heute stellen wir uns die Frage, ist das Auto genauso gut wie ein Privatjet? Was kann dieses Auto im Interieurbereich und kann er bei einem Privatjet mithalten, ja oder nein? Weil Rolls-Royce sagt er uns, das ist das Auto schlechthin. Mehr Luxus geht nicht. Und das prüfen wir alle gemeinsam heute. Was denkt ihr? Ist Rolls-Royce oberste Liga, ja oder nein? In den nächsten Minuten finden wir das zusammen raus. Ich muss ja sagen, der Ghost, muss man ja ganz vorsichtig sein, 407.000 Euro, so wie er hier steht, ist der kleinste Rolls-Royce. Der kleinste. Und ihr könnt jetzt auch wieder schreiben, Hamid sagt immer Rolls-Royce oder sowas. Und jetzt gebe ich mir echt Mühe für euch. Rolls-Royce. 12-Zylinder-Motor, 571 PS. Und jetzt, wenn wir uns von Front das Ganze anschauen, es ist halt durch diese Linie, unsere LED-Linie, wirkt das Auto sportlich. Aber wenn ich das Auto jetzt abschließe und meine Emily weg ist, er wirkt nicht so gewaltig, er wirkt nicht so jetzt, ich habe einen Rolls-Royce und ich kann hier auftreten. Nein, obwohl das Auto fast genauso viel kostet wie ein Phantom, ist dieses Auto für denjenigen gedacht, der sagt, ich möchte einen Rolls-Royce haben. Ich bin jahrelang meine S-Klasse gefahren, einen Maybach gefahren, vielleicht noch einen Bentley Mulsanne. Jetzt möchte ich Luxus pur. Ich möchte auch meinen Luxus pur selber fahren, weil dieser Mythos, Rolls-Royce braucht unbedingt einen Chauffeur, ist schon lange vorbei. Und jetzt guckt euch das mal an. Meine Lüftungsdüsen, guckt ihr das mal an, wie geil das verarbeitet ist von Leder. Das ist einfach präzise. Das ist das, was Spaß macht. Und das ist das, wo ich sage, 407.000 Euro, eine Menge Geld für ein Auto, gerade für eine Limousine. Wir wissen, wie die Wertverluste sind, aber bisher ist alles super. Und jetzt schraube ich das mal raus. Hörst du das? Das ist kein Plastik, das ist Aluminium. Das ist komplett und das ist ganz schön schwer. Das ist richtig schwer. Und dann fahren wir aber dann auch mal los, weil das Auto musst du fahren. Das Auto, ach so, hast voll vergessen mir zu sagen, Gabor. Eigentlich ein Klassiker. Hast echt vergessen. Der Schirm. Genau, und die haben wir hier. Zack, ein Regenschirm. Aber das hier ist doch einfach genial, oder? Das ist doch einfach genial. So, und jetzt geht's aber weiter. Hier drin ist es beheizt. Ich kann problemlos meinen Schirm wieder hier reinstecken, auch wenn es nass ist. Ich mache die Tür zu, dann läuft eine Heizung und dann ist es trocken. Genial oder nicht genial? PS. Das Auto schwebt, wir hören nichts von außen. Es hat eine Doppelverglasung. Das ist heftig und dann noch mit einer Folie dazwischen und auch mit 80 km/h. Ihr seht ja jetzt die Windgeräusche, wenn ich zumache. Das war's. Ich kriege nichts mehr von der Außenwelt mit. Und genau das macht Rolls-Royce aus. Keine andere Marke kriegt das so hin wie Rolls-Royce. Im Interieurbereich finde ich es mega schön von Rolls-Royce, dass das alles hier sehr puristisch gehalten worden ist. Ich habe hier keine Temperaturen, wo ich einstellen kann, 18 Grad, 19 Grad oder 23 Grad. Nein, es ist tatsächlich wie beim alten auch, ich muss das hier so schön einstellen. Es ist aber weiterhin Klimaautomatik. Und dann habe ich hier verschiedene Module, Soft, Medium, High oder Max, maximal. Und das finde ich sehr cool, dass da nicht so viel spielerisch ist. Und ich habe hier meine Sitzheizung. Auch hier als Schnelltaste für meine Seite, meine Sitzbelüftung
auch für meine Seite und vor allem auch meine Lenkradheizung. Und die beiden Knöpfe sind für deine Seite. So. Auch hier, wenn du das Ganze siehst, kannst du hier alles sehr steril halten. Es ist alles sehr, sehr übersichtlich und das finde ich persönlich mega cool. So, wenn ich jetzt hier auf Menü gehe, habe ich meine Navigation, dann gehe ich auf mein Fahrzeug, dann habe ich Spirit of Ecstasy. Und wenn ich auf einmal keine Lust habe, dass jeder sofort merkt, dass ich ein Rolls-Royce fahre, kann ich meine Emily auch reinfahren. Reinfahren und zack, ist die Emily weg. Da kommt ja immer die große Frage, was mache ich bei meinem Rolls-Royce? Hier habe ich ja innen, die Innenausstattung nennt sich Arctic White. Also das heißt weiß, Arctic White, okay? So, und das ist auch weiß. Was denkt ihr, würdet ihr euch ein Auto kaufen, was innen so hell ist? Oder eher, sagt ihr, ey, sag mal, wie bescheuert ist man eigentlich? Kauft für ca. 407.000 Euro ein Auto und der ist innen weiß. Und wenn ich zweimal mit meiner Jeanshose reinkomme, ist das Ding erledigt. Und du kriegst es ja nie wieder so sauber. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu schreibt. Was kann dieses Auto im Interieurbereich und kann er bei einem Privatjet mithalten, ja oder nein? Hi Nick. Hi, grüß dich. Ne? Hi. Wie alt ist die Maschine jetzt? Die ist funkelnigelnagelneu. Wahnsinn. Die haben wir vor circa 4 Wochen aus Amerika abgeholt. Aus Amerika abgeholt? Genau. Dann hierher geflogen? Richtig, genau. I told her meet me in the back, that I'm fat and she don't know how to act. When she back, I thing up on that, it's a rap. I'm just trying to hit it once, I'ma take it to the back. Think she came in with a man, but she leaving with me, yeah. Cause she know that I'm the man. Said she got a plan and she know me from the grandma, yeah. Die Lackierung, ist es handlackiert eigentlich sowas? Also es wird nicht mit Robotern gemacht. Ja. Das geht in Anführungszeichen normal in eine Lackierhalle und okay. Wird eben von Hand entsprechend lackiert. Weil das muss ja hauchdünn lackiert werden, ne? Oder? Genau. Ey, das ist ja geil. Guck mal, Gabor, selbst hier sind sie stark. Gut hier. Siehst du? Das ist doch geil. Wie oft musst du die Reifen wechseln? Wir sprechen von Cycles. Das Hauptfahrwerk wird öfter gewechselt. Da liegst du im Bereich von ungefähr 180 bis 200 Landungen. Ja, okay. Jetzt machen wir das so. Jetzt gehen wir mal rein und gucken uns erstmal Nicks Jet an. Okay? Und danach, Nick, nehme ich dich mit in meinem Rolls-Royce. Damit willst du mich jetzt begeistern? Sieht nicht so aus, oder? Aber ich begeister ihn schon, pass mal auf. So, gehen wir mal rein, gucken wir uns mal das drin an. Gerne, nach dir. Vielen Dank. Wahnsinn. Wo lang jetzt? Da lang, ja lang? Gerne nach vorne. Du kannst jetzt mit dem linken Fuß vor, genau. Das ist ja geil. Super, als hättest du nichts anderes gemacht. Wahnsinn, alter Schwede. Und jetzt komme ich. Das ist ja mega. Ja, geil. So, nichts kaputt machen. Nein, ich pack nichts an. Alles gut. Ich gehe immer auf die Verarbeitung. Wie siehst du dann? Das ist jetzt niegelnagelneu. Das ist ja schon perfekt verarbeitet. Hier mit Leder schön. Genau. Na, das ist ja geil. Guck mal hier, AP, Autopilot, zack, drückst du drauf. Cool, und hier gibst du Schub und hier ziehst du dann hoch. Genau, oder? Kannst du auch machen, die sind frei, kannst du ruhig machen. Ach so, geil. Geil. Zieh mal. Heftig. Das, was du hier vorne hast, kann ich dir natürlich nicht so bieten gleich, okay? Ja. Weil gleich gehen wir mal rüber. Aber der Rolls-Royce ist ja hinten sehr stark. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob dein Jet mithält. Ich bin mal gespannt. Siehst du das, Caro? Sofort Carbon, es wird schon hier überall verarbeitet. Feinste Napa-Leder, also das ist echt geil. So, und dann sitzt du hier. Alter, die sind ja mega gemütlich, die Sitze. Schön, ne? Ist das echt Holz? Das ist ein Composite, Holz mit einer leichten Bauweise unten drunter. Kommt hier ein Tisch raus? Ja. Schau mal. Hast du WLAN oben? Also der Flieger ist mit Internet ausgerüstet. Mhm. Ja. Das ist ja geil. Guck mal, Gabor. Das ist mega. Das finde ich cool. Und es ist alles hier mit Leder bezogen. Es ist nichts aus Plastik oder sonstiges. Es ist alles mit Leder bezogen. Was habe ich hier noch für Funktionen? Hast du bei dir ein Entertainment-System an Bord? Habe ich. Zeig mal dein Entertainment. Ja. Okay. Da kann ich den Schirm rausklappen. Okay. Und, da kann ich sehen, wo wir gerade sind. Können die anderen Gäste können das eben auch entsprechend sich auch ein bisschen drehen.
Und du kannst das Licht in der Kabine hierüber steuern. Okay. Du kannst auch ein Streaming machen. Du kannst also dein Telefon mit dem System verbinden und Musik abspielen. Okay. Filme gucken? Filme kannst du auch gucken. Genau. Das war relativ klein. Ja. Okay, aber das ist okay. Bisher würde ich sagen, ich bin nicht weit weg. Ich bin echt nicht weit weg, Nick. Na, wollen wir mal schauen. Ja. So, was kostet jetzt so eine Maschine? Die ist jetzt niegelnagelneu. Die habt ihr aus Amerika abgeholt. Genau. Was kostet so eine Maschine jetzt? Also Flugzeuge, das muss ich dazu sagen, werden generell immer in Dollar gehandelt. In Dollar. Egal wo, in Dollar. Und dieser Flieger hat einen Listenpreis von 9,65 Millionen Dollar. Also sind wir hier ungefähr bei 8 Millionen Euro. Und es ist alles echt super, es ist super gemütlich. Also man kann hier locker Langstrecke fliegen, finde ich. Was sogar auch geht, ist, ja, du kannst dich hier sogar hinlegen. Dann lass uns mal unser Tisch wieder einklappen. Ja. Und dann legst du dich dahin, ja, und dann kannst du deine Beine hier. Mir wäre das jetzt viel zu schade, mit meinen Schuhen hier raufzugehen. Das würde ich mir gar nicht trauen jetzt. Du, wir haben auch Decken da, ne? Ach so, also okay, legst du dann rauf. Das sieht jetzt aus, als wäre das hier unbequem, aber ich habe es selbst ausprobiert. Okay, okay. Ist in der Tat sehr bequem. Also okay, die neuen Sitze, muss ich sagen, haben sie gut gemacht. So, Nick, ich bin gar nicht so weit weg von dir. Ehrlich gesagt, ich bin nicht so weit bin weg. Bin skeptisch. Von dir. So, hier brauchst du keine Treppen. Ja, okay. Bitte. Oh. Kannst du dich mal reinsetzen. Cool. Wie findest du die Sitze? Im ersten Moment sind die, also im Vergleich zu denen, ein bisschen härter. Bisschen aber ich bin mir sicher, ich kann hier auch Dosenstütze und was weiß ich nicht einstellen. Okay. Aber so an sich sind die schon mal gut. Okay. Jetzt machen wir mal eine Tür zu. Guck mal hier. Geil, oder? Das ist doch schon mal geil. Das ist schon bei mal mir geil. Nicht. Genau. So, und dann hast du hier deine Sitzeinstellung hier an der Seite. Ja. Da kannst du deine Sitze so einstellen, wie du es möchtest. Elektrisch, mein Lieber. Elektrisch. Kannst du es auch bei dir? Nein. Nein. Nein, kann er nicht. Kann er nicht. Es ist natürlich, muss ich faires halber natürlich sagen, wir haben hier ein Auto mit ca. 2,5 Tonnen und bei dir spielt der Gewicht eine Riesenrolle. Da muss ich natürlich Nick in Schutz nehmen. Gar keine Frage. Brauchst du nicht. Aber jetzt geht's weiter. Drück mal einmal hier rauf. Bei mir? Ja, genau. Und guck mal, das, was deine Passagiere oben in der Luft sehen können, wo du mit denen langfliegst, kann ich hier hinten gucken, wo mein Chauffeur oder wo mein Kumpel langfährt. Okay. Und dafür hast du hier auch deine Taste. Hier kannst du alles irgendwie steuern. Nachrichten, mobile Geräte verwalten, alles komplett, komplett. Cool. Ist cool, ne? Ja, wirklich. Wer alles mit so einem Privatjet mitfliegt und was es so ungefähr kostet von Memmingen nach Hamburg, circa. Das sind ja wie viele Flugstunden? Wie viel fliegst du da? Ungefähr eine. Ungefähr eine Stunde. Das sprechen wir jetzt bei der Fahrt. Wenn ich das mit deinem Jet vergleiche, es ist alles mit Leder verarbeitet. Ja. Meine Türgriffe. Stimmt, alle, das ist ähnlich. Sogar meine Sonnenblenden. Ja. Okay. Mein Himmel. Komplett Armaturenbrett, sogar hier mit Kontraststitchen, in dem Falle in Purple, in Lila. Okay, kann ich aber auch in einer anderen Farbe bestellen. Du kannst, ich sag dir eine Sache, du hast bei Rolls-Royce keine Grenzen. Du kannst bestellen, was du möchtest. Das ist heftig. Ist bestimmt so ähnlich wie beim Flieger auch, oder? Also nicht von der Produktionslinie aus. Da gibt es Optionen, die du entsprechend buchen kannst. Mhm. Aber im Nachgang kannst du deinen Flieger umarbeiten lassen. Ach so, okay. Und jetzt guck mal mein Himmel. Siehst du da was? Habe ich vorhin schon gesehen. Ja. Der funkelt ein wenig. Es ist ein Sternehimmel mit einer Sternschnuppenfunktion. Das heißt, Sternschnuppen, okay. Ja, das heißt, wenn du hinten sitzt, kommen da Sternschnuppen. Das sind über 1000 LED-Leuchten, einzeln per Hand verarbeitet. Und das Ganze kostet sage und schreibe ca. 15.000 Euro. Die Option? Die Option, okay. Genau. Du als Berufspilot, du nimmst ja nicht XY mit, das sind schon namhafte Kunden, das sind schon erfolgreiche Geschäftsleute und so weiter, was du ja mitnimmst. Also nicht jeder kann sich so einen Privatflieger leisten, um schnell mal nach Hamburg zu fliegen. Es ist sehr, in der Tat sehr vielfältig. Ja. Der wird privat eingesetzt natürlich oder auch beruflich. Also wenn du dir vorstellst, hochdotierte Manager mit ihren Kumpanen haben irgendwo Termine und müssen jetzt durch Europa jetten mit der Linie, dann kriegen sie es vielleicht mal hin, einen Termin am Tag zu machen. Mit so einem Flieger kannst du unter Umständen an einem Tag drei Termine machen. Okay, verstehe. Wo du eigentlich drei Tage unterwegs bist. Aber was kostet denn sowas? Wir wollen heute nach Hamburg fliegen, der steht schon hier. Ja, das liegt im Bereich zwischen 6.000, 8.000, 9.000 Euro. Okay, 6.000 bis 9.000 Euro. Genau. One way. One way. Einmal von Memmingen nach Hamburg.
So, und dann, wenn ich was trinken möchte und so weiter, sehe ich da vorne eine kleine Bar. Richtig. Genau. Und dann hast du hier deine Gläser. Genau. Das ist alles per Klicksystem. Muss hier auch turbulenzsicher sein. Richtig. Ist das echt Glas? Tatsächlich. Die sind irre schwer. Hört ihr das? Und das schauen wir uns mal gleich bei mir an. Ey, ich bin echt fasziniert. Was denkt ihr? Schreibt mir mal jetzt in die Kommentare rein. Ist der Rolls-Royce weit weg von dem Privatjet? Ja oder nein? Und ich sage euch nur eins hier. Das ist echt geil. Das ist echt geil. Okay? So. Und dann haben wir natürlich weiter einfach nur Stauraum. Da können wir, Kühlschrank hier? Nee, das ist kein Kühlschrank. In dem Fall okay. Ist das ein Heißwasserbehälter. Okay. Der Heißwasser eben heiß hält, für Kaffee, Tee, was auch immer, rumgrockt, wenn du möchtest. Einen Kühlschrank hast du nicht? Indirekt. Ach so, okay. Haben wir hier für unsere Kaltgetränke. Mhm. Du kannst die Eiswürfel einfüllen, damit die Getränke kalt bleiben. Okay, sollen wir rüber? Klar, gerne. Das ging ja um die Bar. Ich habe hier nämlich einen Kühlschrank drin, mein Lieber. Ne? Ich sehe schon was. Was denn? Oh. Oh ja, hast du gesehen? Guck mal, das, was du siehst, ist eigentlich genauso wie bei dir auch. Nur, dass sie bei mir geputzt sind. Nee, die sind gekühlt, mein Lieber. Ach nein! Ja klar, pack mal an. Das musst du streichen, weil das ist... Guck mal, die sind gekühlt. Deswegen sind sie so beschlagen. Dann können wir die Gläser wieder zurück tun. Ja, einfach runterdrücken. Einfach runterdrücken, genau. Boah. Dann ist das schon mal, also unser Kühlschrank ist schon mal safe. So, und dann geht's hier weiter. Wow. Wärst du darauf gekommen, guckt euch das mal an, was ich hier drin habe. Und es ist alles echt. Dann hast du dazu natürlich wieder dein Glas. Schön, echt cool. Das ist cool, oder? Ja. Für ein Auto. Was ihr hier nicht habt, ist, wir haben da ja die Möglichkeit, 8+1 Gäste mitzunehmen. Und dafür haben wir auch die Gläser da. Hier sehe ich nur 2. Ja gut, okay, das ist klar. 8+1, das wäre dann ein Bus. Aber so. Wir reden hier über eine Luxuslimousine. Ne? Also mehr Luxus geht einfach nicht. So, jetzt brauche ich dein Fazit. Kann der Rolls-Royce Ghost mit einem Privatjet mithalten, ja oder nein? Also was Sitze betrifft, was ja unten unser Kühlschrank betrifft, Getränke, Entertainment, alles drum und dran. Würdest du sagen, ja, der kommt da ran? Ja, würde ich sagen. Ja? Ja. Habt ihr das gehört? Ein erfahrener Privatjet-Pilot sagt ja. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Wenn euch die Sendung gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und vor allem schreibt mir mal, was ihr darüber denkt. 6.000 bis 9.000 Euro von Memmingen nach Hamburg für eine Stunde? Alter Schwede, das ist schon heftig. Das ist echt heftig. Bis nächste Woche Sonntag. Ciao.